Gesundheit, Handel, Handwerk, Gewerbe. Die Sickingen-Messe mit Herz aus Langstuhl. Am Wochenende vom 14. bis zum 15. April 2018 lud die Fördergemeinschaft aus Langstuhl sowie der Werbering aus Ramstein alle herzlich zur Stadthalle ein. Mit dem zweiten Vorsitzenden der Fördergemeinschaft, Samir Miari, Eventplaner Joachim Felker sowie Bürgermeister Ralf Hersiner, wurde mit wenigen Schlägen die Sickingen-Messe offiziell eröffnet. Auch Burgelstein vom Werbering Ramstein sowie Markus Klein von der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach waren mit dabei, um sich selbst zu überzeugen, was es alles auf dem Veranstaltungsgelände rund um die Stadthalle zu entdecken gab. Fehlen durfte auf keinen Fall das Langstuhler Maskottchen Sicky und wie immer mit einem Lächeln im Gesicht verzauberte auch diesmal wieder unsere Tante Lilly mit bunten Luftballons, die nicht nur von den kleinen Fans super angenommen wurde, sondern auch bei den großen Fans Begeisterung ausstrahlte. Die Kolbing-Kapelle aus Kinsbach lockte inzwischen nahezu jeden Besucher aus allen Stadtrichtungen an und so füllte sich der Vorplatz rasant bis auf den letzten Platz. Eben noch gesehen und schon fleißig unterwegs auf dem Messegelände, Organisationsleiter Joachim Felker ist eben immer bemüht, dass alles perfekt läuft. Also wir haben versucht hier in Landstuhl bei der Sickingen-Messe 2018 ein ganz breit gefächertes Angebot auf die Beine zu stellen. Das beginnt in der Stadthalle mit einem großen Gesundheitsbereich, mit Tourismus, mit Handwerk. Ist also ganz wichtig, dass das angeboten wird. Dann auf dem Lothar-Sander-Platz im Vorfeld, im Vorplatz haben wir dann schon etwas für die Gastronomie gemacht und dann auf dem Parkplatz hinter der Stadthalle eine große Autoschau und auch noch ebenfalls ein paar Handwerksbetriebe und natürlich als Highlight das Streetfood. Damit auch sich sämtliche Besucher hier in Landstuhl wohlfühlen und vor allen Dingen auch in die Stadt gelockt werden, haben wir natürlich auch ein buntes Rahmenprogramm drumherum gestrickt. Hat begonnen mit der Kolping-Familie, die am Samstag schon gespielt hat, die Kolping-Kapelle aus Kinsbach. Die haben 2 Stunden Musik gemacht zur Eröffnung. Fassbieranstich, gesponsert von der Karlsberg-Brauerei dieses Jahr. Um 15 Uhr hatten wir eine Modenschau mit 11 teilnehmenden Geschäften aus Landstuhl. Es war ein richtig schöner bunter Mix. Und natürlich auf dem Parkplatz hinter der Stadthalle war die Hölle los, dank Streetfood. Ich denke mal, für Samstag, wir waren knapp an die 10.000 Besucher und für einen Samstag war das also sensationell. Für modeinteressierte Gäste gab es am Samstagnachmittag die angekündigte Modenschau mit weiblichen und männlichen Models. Und so verwandelte sich der Catwalk zum Hingucker der rundum vollbesetzten Tische und Bänke. Die Sonne lockte mit frühlingshaften Temperaturen viele Besucher nach draußen, was ich für meinen ausgiebigen und informativen Rundgang in der Stadthalle gerne ausnutzte. Gleich am Eingang wurde ich von den fröhlichen Langstuhler Heimatfreunden empfangen und bei denen klackerte das Glücksrad ununterbrochen. Egal ob Fenster sowie auch Türen mit Insektenschutz oder diagonale Jalousien mit und ohne Elektroantrieb, für modern bewusste Hausbesitzer lud dies zum Kaufgespräch mit den Händlern ein. Besser wohnen, leben und gleichzeitig auch auf die Gesundheit achten. Dies und vieles mehr wurde in großer Vielfalt präsentiert. Vom leuchtenden Staubsauger, der alle Milben einfängt, bis hin zur richtigen Matratze wurde das Thema Gesundheit großgeschrieben. Eine hohe Nachfrage und großes Interesse gab es aber auch vor allem im Bereich der Chirurgie. Das Nardini Klinikum St. Johannes aus Langstuhl mit Chefarzt Dr. Werner aus der Orthopädie präsentierte im Bereich Gesundheit einen wesentlichen Ausschnitt ihrer täglichen Arbeit. Mit Osteoporose, eine Krankheit, bei der die Knochen an Festigkeit verlieren, und Arthrose, bei der die Gelenke versteifen, sind über 60% der älteren Menschen betroffen. Hüft- und Kniegelenkprobleme sind keine Seltenheit in unserer Gesellschaft, so Dr. Werner im Gespräch mit mir. Im Regelfall werden zuerst konservative Behandlungsmethoden angewendet und sollte dies doch aufgrund der hohen Schmerzen nicht mehr ausreichen, dann kommen die modernen Implantate, die das Gelenk ersetzen, zum Einsatz. Angst sollte man vor diesen Gerätschaften nicht haben,
zumal man bestaunen sollte, was die moderne Technik heutzutage schon alles kann, und jeder, der betroffen ist, kann bestätigen, wieder an Lebensqualität gewonnen zu haben. Nach der Operation ist vor der Reha. Dafür gibt es zum Beispiel ZAR, die zentrale ambulante Rehabilitation. Hier werden die Patienten wieder fit gemacht und auf Vordermann gepusht. Im Bereich Gesundheit waren auch Logopädie-Praxen vertreten und hier konnte man auch so einiges lernen und erfahren, und praktische Tipps gab es auch kostenlos. Hallo, ich bin Oskar. So wurde auch ich bei meinem logopädischen Rundgang von der Handpuppe von Logopädin Steffi Lux aus Ramstein herzlich begrüßt. Wenn mein Assistent Oskar als spielerischer Partner mitwirkt, klappt es mit unserem Kommunikationstraining viel besser, egal ob klein oder groß, jung oder alt. Gerne hätte auch ich mir eine Massage gegönnt, doch ich hatte noch einiges zu entdecken auf der Leistungsschau, die ja bekanntlicherweise im jährlichen Wechsel mit der Stadt Ramstein kooperiert. Ja, die Kooperation zwischen dem Werbering Ramstein und der Fördergemeinschaft Landstuhl ist von Jahr zu Jahr besser geworden. Es war also ganz, ganz toll. Am Anfang war es eine Art Abtasten, sage ich mal, weil Landstuhl hatte eine Messe gehabt, Ramstein hat die Leistungsschau gehabt. Und vom Angebot, die Aussteller, das war überlappend. Ich denke mal, so 70-75% waren die Aussteller gleich. Und daraufhin ist man an mich herangetreten und hat einfach gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, auch in Landstuhl diese Messe zu organisieren, weil es dann ein Ansprechpartner, und dass wir das im jährlichen Wechsel machen. Und so ist das eine richtig wunderbare Symbiose. Ne? Es sind Geschäfte, Firmen aus Landstuhl, die in Ramstein ausstellen und umgekehrt. Und ist also dadurch ein breit gefächertes Angebot. Und bedenkt mal die Entfernung zwischen Landstuhl und Ramstein. Eigentlich ist es eine Region, ne? Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, Verbandsgemeinde Landstuhl. Ich denke mal, das gehört ganz einfach zusammen, gerade um den Wirtschaftsfaktor zu berücksichtigen und die Geschäftsfeld. Und da versuchen wir halt, die Kräfte zu bündeln. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen ein Jahr die Messe in Ramstein und ein Jahr die Messe in Landstuhl. Und dann, wie gesagt, eine geballte Power. Und dann versuchen wir, unseren Einzelhandel und unsere Geschäftsfeld hier zu beleben. Im Rücken der Stadthalle präsentierte sich die Freiwillige Feuerwehr Landstuhl eindrucksvoll mit schwerem Gerät und einem 80 Kilogramm schweren Dummy. Im Notfall sind Kraft sowie Durchhaltevermögen gefordert, und dies demonstrierten die freiwilligen Helferinnen und Helfer mit Überzeugung. Mitten auf dem Parkplatz war die Autoschau mit verschiedenen Händlern vorgefahren, die ihre aktuellen Modelle auf vier Rädern repräsentierten. Doch der eigentliche und größte Anziehungspunkt an beiden Tagen war das kulinarische Street Food Festival, das keine Wünsche offen ließ. Wie vom Magnet angezogen fanden sich hier alle hungrigen Fans und stürmten die Food Trucks, die mit unzähligen Spezialitäten aus aller Welt vollgepackt waren. Sie wurden regelrecht überrannt und konnten den riesigen Ansturm am Sonntag nur mit großem Einkaufsnachschub bewerkstelligen, erzählte Joachim Felker weiter in unserem Interview. Wie eine große Familie belebten die deutsch-amerikanischen Freunde die Schlemmermeile. Kaum ein Platz war noch frei. Egal, auch im Stehen genossen die geschmacksfreudigen Besucher ihre verführerisch gut duftenden Speisen aller Art. Bekanntlich ist so ein Besuch bei den rollenden Food Trucks leider nicht für jeden Geldbeutel geeignet. Vor allem, wenn man mit einer vierköpfigen Familie die Messe besuchen möchte. Dies wurde bedacht, und so gab es auf dem Vorplatz auch eine kleine, aber feine Auswahl von regionalen Produkten zum Probieren. Wer Lust auf eine italienische Pizza hatte, war beim Stand von der Pizzeria Napoli mit Inhaber Antonino genau richtig. Oder wer doch lieber Lust auf Gegrilltes hatte, kam hier an der Grillstation auch auf seine Kosten. Zum richtigen Zeitpunkt, um meine Füße ein wenig baumeln zu lassen, stand die Bimmelbahn da, und da fuhr ich doch gleich mal eine Runde mit. Zum Abschluss der Sickingen Messe hier in Langstuhl lud mich die Herzensliebe Tante Lilly zum Tanzen ein. Eine tolle gemeinsame Aktion der Fördergemeinschaft Langstuhl und des Werbering Ramstein mit Eventplaner Joachim Felker. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Jahr, wenn Ramstein wieder die Leistungsschau übernimmt.